und was ist das für ein Schub. Wenn man um das fixierte Kribbeln im kleinen Finger geht, ist die Akutnotwendigkeit sicher nicht in dem Ausmaß gegeben, wie wenn das wieder eine schwere Schubsymptomatik ist. Und es kommt sehr darauf an, in welchem Land mir das passiert. In Mitteleuropa oder in Nordamerika, wo das medizinische System sehr ausgeprägt ist und im Prinzip wie bei uns auch funktioniert, kann ich in jede neurologische Notaufnahme gehen und mich dort anschauen lassen, mir dort sagen, ich bin ein MS-Patient. Idealerweise vielleicht einen Arztbrief in englischer Sprache oder in der jeweiligen Landessprache mit haben, den man auch lange bekommen kann. Das ist die Optimalvariante. Und dann habe ich auch mit keinen schlimmeren Folgen zu rechnen, als wenn ich zu Hause bin. Es kann natürlich schwierig werden in Ländern, wo das medizinische System nicht so ausgeprägt ist. Da geht es natürlich vor allem um weniger entwickelte Länder in Südamerika oder in Afrika, wo es schwieriger sein kann und einfach auch, wo die Strecken länger sind, bis man dort ist. Da gibt es grundsätzlich keine Empfehlung, jetzt wirklich was mitzunehmen. Es gibt einzelne Patienten, die sehr hohe Schubfrequenzen haben, die Cortisontabletten mit haben. Das ist allerdings, was man wirklich nur in Absprache mit dem Arzt und wirklich nur in genauer Dosierungsvorgabe machen kann. Also es ist keine gute Idee, sich Cortisontabletten selbst irgendwie zu besorgen und sie auf Verdacht einzunehmen, sondern wirklich nur, wenn das genau abgesprochen ist. Und es hängt da, wie gesagt, sehr davon ab, was bin ich für ein MS-Patient. Es gibt Patienten, die haben im Prinzip keinerlei Probleme, sehr selten Schübe, da wird man von solchen Reisen nicht abraten. Wenn ich ein MS-Patient bin, der aus irgendwelchen Gründen nicht optimal eingestellt ist und einfach sehr schwer zu behandeln ist, wo das eine große Wahrscheinlichkeit ist, dann wird man das natürlich nicht generell sagen, das geht nicht, aber man sollte es gut absprechen und vielleicht nicht für ganz lange Zeiträume machen. Aber es ist eine sehr individuelle Sache und es geht immer nur in Absprache mit dem Behandelten. Sofern er in der Nähe ist, natürlich ist das die Optimalvariante. Es gibt ganz selten Situationen, wo man jetzt tagelang überhaupt keine Möglichkeit hat, einen Arzt zu sehen. Grundsätzlich sollte man das immer anstreben. Es sei denn, es ist wie gesagt etwas ganz Kleines wie ein Kribbeln und ich weiß, ich fahre übermorgen eh nach Hause, dann wird es halt kein Problem sein, dann werden nach der Heimkehr den behandelten Neurologen aufzusuchen, der einen kennt. Das ist dann wahrscheinlich die bessere Lösung.